Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, der Beginn einer neuen Aufnahmesession bricht gerade an. Mal kurz orientieren. Letztens, was haben wir da gemacht? Abbruchstätte Roh haben wir abgeschlossen, sehr schön, okay. Hauptquest, ja, der war hier. Gib dich zu dem Ort, den Silence angepinnt? Angegeben hat, ach so. Ich würde sagen, dass wir zuerst mal den Weg hier runter gehen. Also, dass wir da gerade mal so eine Sightseeing-Tour machen. Und hier runter mal die ganzen Sachen hier freischalten. Hier so. Ah, hier. Hier haben wir sogar eine Quest. Wie aktiviere ich die Quest? Viereck. Was ist das für eine Quest? Auftrag. Olin hat. Ey. Ah! Oh, okay. Olin hat Aloy nicht um sein Leben angefleht, sondern um das seiner Familie, die von der Eclipse als Druckmittel gefangen gehalten wird. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Das liegt sogar auf dem Weg. Das trifft sich sehr, sehr gut. Ich will auch noch unten noch den Langhals vorher uns noch. Ist noch unter dem Besitz stellen. War auch wieder mal ein toller Satz. Kann ich das nicht überbrücken? Achso, halten. Ja, da war ja was. Übrigens, ich musste auch bei meinem PC die Lüfter sehr laut stellen. Ich hoffe, man hört das Rauschen nicht zu sehr im Hintergrund. Aber mein PC explodet sonst. Es ist gerade so mega heiß hier beim Zimmer. Ich weiß gar nicht warum. Nee, pfui. Geht bitte weg. So, ich kann's noch. Okay, das war nicht ganz so geil. Okay, ich kann's noch einigermaßen. Zwei Wochen noch nicht gespielt. Egal. Ja, das ist ja noch so ein Dulli. Verpiss dich. Was? Nice, sehr schön. Okay, ich muss mir erstmal wieder ein bisschen hineinfrickeln in die Steuerung. Das ist so der Nachteil, wenn man Aufnahme-Sessions macht. Das bedeutet, wenn man, ich hoffe, ich bin auch nicht zu laut und das Spiel nicht zu leise. Übrigens, wenn ich ein bisschen bisschen krank klinge, das könnte daran liegen, dass ich gerade leicht verschnupft bin und, ja, entschuldigt das bitte. Ich will trotzdem aufnehmen. Ich will nicht, dass irgendeine Folge ausfällt. Das will ich nicht, nee. So. Ihr könnt euch auch diese Woche noch auf ein Projekt freuen, das starten wird. Ein Minecraft-Projekt. Oh, Schnellreisen vergehen. Sehr schön. Danke. Hä, was konnte ich nicht mitnehmen? Die Steine, okay. Also wer die Minecraft-Fetischisten auf meinem Kanal, die können sich freuen. Da wird was Großes starten. Also ich will noch nichts antriggern, aber ich glaube wirklich, dass die Anstrengungen gerade passen. Okay, da müssen wir lang, dann wollen wir dem Weg hier mal folgen, weil da haben wir noch ein paar Sachen, die wir abklappern können, die Lagerfeuer und so weiter. Okay, dann wollen wir mal Olins Familie befreien. Dass das nur als Auftrag gekennzeichnet wird und nicht als Hauptquest, wundert mich, weil Olin war ja bis jetzt immer eine mega heftige Hauptquest und jetzt wird das nur mal als Auftrag gekennzeichnet, finde ich irgendwie traurig. Ich hoffe, ich rede nicht zu schnell. Reinholz for the life. Wir haben 400 Stück, okay. Dann würde ich sagen, Schock. Nee, ich will keine Schocktränke machen, danke. Da ist ein Lagerfeuer, sehr schön. Will ich haben, bitte. Ah, die haben wir doch schon. Jetzt hab ich wieder die Schockwurzel aufgesammelt. Mann! Nee, brauchen wir nicht. Haben wir das schon? Das hatten wir anscheinend schon. Okay. Ich habe auch endlich mal das Aufnahmeprogramm, also die Elgato, auf den Zweitbildschirm gezogen. Jetzt kann ich das groß sehen. Eigentlich bräuchte ich gar keinen Fernseher mehr, um mit der PlayStation zu spielen. Ich könnte das alles auf deinem Aufnahmegerät sehen. Ist voll lustig. Kann man eigentlich einen Monitor sparen, Strom sparen? Ach so, was ist Strom sparen? Wir sind Gamer. ist das Heilungsblümchen? Nein, das war eine Brennwurzel. Mann, ich könnte das auch vorher lesen, bevor ich es einsammle. Ne? Was ist da für ein Teil? Hier leuchtet was maschinell. Kleiner Wächter. Ich glaube, den nehmen wir mal mit, oder? Alter! Was war das denn? Ich bin da rangerutscht. Hä, was höre ich da? Geil! Ich kann da ranrutschen und dann gilt der stille Schlag noch? Wie geil! Das ist krass. Apropos stiller Schlag, haben wir denn vielleicht irgendwas im Fertigkeitengedöns? Wir haben 7 Punkte! Ja gut, okay! Worauf wollen wir denn gehen? Ich habe keine Ahnung. Was hat man denn überhaupt vor? Hier Anführerschlag, das ist ja doch nice. Ja, gönnen wir uns auf jeden Fall mal. Das hier, starker Schlag. 15% mehr Schaden bei Schlagangriffen.
Das ist geil. Nochmal 30% mehr Schaden. Das kann man nicht nehmen. Okay, aber noch irgendwas, was wir für 1 hernehmen wollen. Worauf wir noch gehen wollen später. Nee, das braucht man nicht unbedingt. Stille Landung ist vielleicht auch ganz nice. Also ich würde gerne so eine lange Rolle machen können. Wo braucht man das? Zurückschlagen. Schwere Schwerangriffe verursachen mehr Schaden, wenn Aloys Gesundheit niedrig ist. Das ist auch geil. Schwere Speerangriffe schlagen Maschinen schneller nieder. Das ist auch nice. Fallen schärfen, Bastler. Munitionsbauer wäre auch sehr praktisch. Okay, wir sparen. Wir sparen einfach. Obwohl, hier. Zusätzlicher natürliche Rohstoffe beim Sammeln. Ich würde gerne Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von Maschinen. Das ist geil. Okay, ich glaube, darauf gehe ich natürlich. Dann haben wir jetzt auch wieder 0 Punkte, okay. So, wo ist denn der Weg? Haben wir den Weg schon wieder verloren? Egal, wir haben hier den Punkt. Hallo. Was ist mit dem hier los? Geht's dir gut? Kumpel? Nein, geht's nicht ganz so gut. Okay. Okay. Truthahn, bleib stehen, ich brauch dein Fleisch. Alter, echt jetzt? Okay. Du hast doch bestimmt gutes Fleisch dabei. Erreich halt das Fleisch. Sehr schön, danke. Ja, ich muss Hasen töten. Es tut mir leid, Leute. Dann nehme ich die Knochen. Das braucht man nämlich, um den Rohstoffbeutel und so weiter aufzuwerten. Oder die ganzen anderen Beutel. Die ich auf jeden Fall aufwerten werde. So, aber wo aufwerten? Kann man denn da schon was aufwerten? Herstellen. Tragekapazität. Fettes Fleisch bräuchte ich. Okay, aufwerten könnte werden. Rufzeichen dabei, okay. Lagerfeuer entdeckt. Wo denn? Ich bin wieder zurück auf dem Weg. Ich habe keine Ahnung, wo das Lagerfeuer ist. Da ist das Lagerfeuer. Okay, sehr schön. Da haben wir das Lagerfeuer, was wir vorher schon auf der Karte gesehen haben, haben wir jetzt ja auch hier auf dem Lande entdeckt. Auf dem Lande will ich es mal nennen. So, ist das da vorne? Ein Trampler. Der Trampler kriegen wir ja hin. Ich glaube, ich will mich mit der Herde jetzt eigentlich nicht anlegen. Trampler hatten wir schon. Obwohl, die Sache ist hier die, für den Kriegsbau brauchen wir ein Tramplerherz. Haben wir denn schon ein Tramplerherz? Inventar. Alter, wie viele Herzen wir einfach haben. Läuferherz. Verwüstete Herz. Wir haben kein Tramplerherz. Okay, dann nehmen wir die Tramplerherde natürlich mit. Also, ich weiß ja nicht. Ja, nachgraffen wäre ganz geil. So. Rüber, keine Chance hier! Du brauchst dich gar nicht mehr wehren! Warum bewegst du dich? Du solltest tot sein. So, ist down. Du hast aber leider kein Trampler erst dabei. Das ist dein Fehler. Was ist das, warum deine Leute auch sterben müssen? Sonst hätte ich die jetzt in Ruhe gelassen. Alter, zeig doch nicht aus hier! Wenn diese Maschine angreift, handelt sie alles nieder, was in den Weg kommt. Ja, ey Leute, deswegen heißt die Trampler! Oh shit! Sollte man da kriegen. Hat auch kein Trampler jetzt dabei, Mann! Okay, jetzt kommt die ganze Herde. Ich muss nachcraften. Ich kann nicht so viel nachcraften, verdammte Scheiße. Oh shit! Ich glaube, einer von den Tramplern ist noch komplett aktiv. Kann das sein? Ach du Scheiße. Komm, den einen krieg ich down jetzt schon schnell. Nee, nee, nee. Alter, der muss doch gleich... Ich brauch Heilung. Ich versuch den hier unten nochmal zu treffen. Treff ich den denn? Okay, der ist down, finde ich sehr gut. Habe ich denn das noch... Kann ich nachkaufen. Ich habe noch ein Eis gebündelt. Und das treffe ich natürlich nicht. Ah!
Geh weg! Geh auf die Hörner zielen! Keine Munition! Ach du Scheiße! Da war der Stein im Weg. Ja, das war dein Lohrwälder. Tut mir leid, Freundchen. Tut mir leid, Freundchen. So, das war's. Hast du denn ein Trampler dabei? Nein, du hast auch nur eine Linse dabei. Mann, ich brauche ein fucking Herz. Natürlich kommen wir hier raus, ey, Leute. Die ganze Zeit auf die Hörner zu zielen. Das funktioniert nicht wirklich. Das war gut. Das war auch gut. Nein, nicht Schlange, ey Leute. Nice. Und jetzt auf den Lohrwälder. Oh shit. Komm schon, wir haben genug Abriss, um den Lohrwälder hochgehen zu lassen. Oder wir gehen auf die Kühlbehälter auf den Drücken. Das geht natürlich auch. Oh shit. So. So, das war's. Der hat auch kein Herz dabei. Wie viele Trampler muss man töten, um ein Herz... Oh, der hat ein Herz dabei. Danke, lieber Trampler. Danke. Danke. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Schön, okay. Heilungsblümchen, bitte. Vollheilen, bitte. Danke. Schön. Schön, 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 schön. Ne, wir plündern die anderen auch noch. So. Trampler müssen wir behalten. Da können wir uns beim nächsten Mal noch einen Kriegsbogen kaufen. Da haben wir das ultimative Equip. Das Ultimate Equip. Ich weiß natürlich, dass man durch das Jägerlogen-Gedöns, also durch die Jagdgebiete und so, spezielle Waffen freischalten kann. Also wirklich legendäre Waffen, goldene Waffen. Aber bringen die so viel mehr wie die Schattenwaffen? Ich glaube nicht. Ich komme eigentlich ganz gut auch mit Schattenwaffen mit den anderen Monstern klar. Aber mehr Effekte haben die, glaube ich, nicht. Die sind nur leicht stärker vom Schaden her. Die legendären Waffen, die man bei der Jägerloge bekommt. Also sie sind schon die stärksten, aber ich glaube, man kriegt dafür nicht neue Pfeile oder so. Habe ich so gehört. Wo müssen wir denn hin? Hierher? Hier sind wir schon. Rede mit Olin, optional. Wir reden mit Olin. Wo ist Olin? Da hinten, oder? Ich will mit Olin reden. Olin? Hi! Ich hab Schaden wegen dir bekommen. Hi. Eloy, eine Frau, die ihr Wort hält. Olin, deine Familie. Ich sah Helis Drohung. Du hast eine Frau und einen Sohn? Ich hätte sie lieber beschützen sollen, statt all diese Dinge zu tun. Das ist deine Chance, Olin. Deshalb sind wir hier. Ich nutze sie. Du bist wirklich zu großmütig. Hält man sie in der Nähe fest? Ja, auf dem Gehöft unterhalb der Felsen. Ich führe dich. Da ist es. Ihr bleibt doch hier. Ich habe Angst um ihn. Ich habe fucking Angst um Olin. Nicht über die Vorbesitzer nachdenken. Nein, nicht. Keine Sorge. Zu spät. Was zu spät? Wir wollen da doch nicht reinschleichen, oder? Oder wollen wir da reinschleichen? Rede mit Olin optional. Reden wir natürlich. Das ist es. Ich bin so nah dran und kann immer noch nicht. Es ist bald vorbei. Wie viele Wachen? Kann man die wirklich abzählen? Wie viele Eclipse sind es? Soweit ich weiß, recht viele. Bewaffnet und gerüstet. Dachte ich mir. Bogenschützen auf den Felsen. Sie haben aber keinen Platz für Maschinendämonen. Du hast sie ja beobachtet. Wie komme ich hinein?
sprengen. Glaubst du, wenn ich Strategien entwickeln könnte, wäre auch nur einer von uns beiden hier? Stimmt wohl. Wir könnten das Tor stürmen, Osaram-Stil. Oder von der Seite, oder von oben kommen. Vielleicht kommst du irgendwie aufs Dach. Ich nicht. Ich bin viel zu schwer. Fettsack. Okay, legen wir los. Also ich lege los. Du bleibst hier, du versteckst dich, okay? Soll ich das Angst allein um machen? Du könntest es bestimmt. Aber mit den Eclipse hast du immer Feinde im Rücken. Ich halte ihn dir frei, wenn du mich lässt. Ich mach es allein. Nein, warte hier. Sei bereit, wenn das Kämpfen vorbei ist. Oh, ich bin bereit. Ich will nicht, dass ihm was passiert, er soll sich hier verstecken. Obwohl, wenn wir ihn hier alleine lassen, das wäre vielleicht auch keine gute Idee. Mann, ich bin so unschlüssig, ich will Aulin nicht verlieren. Ich will nicht noch mehr Leute verlieren. Mann. Wie soll das jetzt wirklich reinschleichen? Reinschleichen? Wie soll denn reinschleichen? Halt, was war da? Was? Bin nicht hier. Nee. Willst du dich weiter verstecken wie ein Feigling oder rauskommen und kämpfen? Ich komme raus und kämpfe, keine Sorge. Alter, bitte steh am hier! Was ist denn bloß? Okay. Sie wollten es so, da machen wir Rampagne. Ich will deine fucking Waffe, verdammte Scheiße! Ich mache jetzt Reality-Style! Gib mir deine fucking Waffe, verdammte Scheiße! So, das war's mit dir! Scheiße! So! Wir machen das auf die Reality-Art! Verschwinde, Wildschwein! Kann man nicht töten, okay, ist eine echt harte Sau. Wo ist er denn, der kleine Dulli? Du hast keine Chance! Wisst ihr, das war Quickscope, kriegst du nicht hin, Alter! So. Hat denn noch irgendwer irgendeine Waffe vielleicht? War das schon alles, was ich mir entgegenzusetzen habe? Ich bin einfach reinmarschiert, habe die Waffe von eurem Boss geklaut und das war's mit euch? Ernsthaft? Findet Olens Familie, okay. Ich finde sie, keine Sorge. Na, ich musste durchsuchen. Ich brauche die Scherben, verdammt. Oder brauchen wir die Scherben? Wir haben schon einfach 1500. Ich lasse die Scherben einfach mal liegen. Jetzt haben wir 1600. Hier, das blaue Zeug will ich haben. Können wir hier rein? Nein. Vorratskiste, das nehme ich gerne. Könnte Odins Familie denn sein? Das Lager haben wir so auseinandergenommen. Die haben gar nicht gewusst, dass wir kommen. Die haben gar nicht gesehen, dass wir hier sind. Wo ist jetzt Odins Familie? Hier ist doch niemand. Okay. Und weiter sind alle tot. Und jetzt? Auch Vorratskisten. Okay. Findet Olens Familie. Aber hier. Hi, Schwein. Wie geht's dir? Gehst du hier an den Wänden noch irgendwo weiter vielleicht? Hier kommt man auf jeden Fall irgendwie hoch. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht, aber ich mach's einfach mal. Okay, hier sind die Dächer, aber wir kommen in das Haus irgendwie nicht rein. Das ist ein Aua-Problem. Oder kommen wir hier rein? Nee, kommen wir nicht. Hä? Ich glaube, das Spiel kam nicht damit klar, dass es so steht. Sie Olens Familie festhalten. Verriegelt. Kriegen wir hin. Na los, na los. Hi! Wir müssen raus hier! Kommt schon! Hi! Wir haben den Lärm gehört. Du gehörst nicht dazu. Wer bist du? Bin die Neue. Keine Angst. Ich hole euch hier raus. Ich hatte immer noch Hoffnung. Aber sie wurde immer schwächer. Ist es jetzt sicher für uns? Ja. Euch wird niemand mehr aufhalten. Dann ist es vorbei. Ich wollte fliehen. Ich schmiedete Pläne. Doch alle gefährdeten meinen Sohn. Du hast überlebt, ihn beschützt. Das ist wichtig.
Und dein Mann wartet auf dich. Ulen. Oh ja, und ich hoffe, er wartet auf uns. Das ist nicht gerade eine... Ich hoffe, das wird jetzt keine grausame Entdeckung da unten. Ulen, bitte sei einfach da. Bitte, bitte seid nicht kreativ mit irgendwelchen Plot-Twists oder so. Bitte, liebe Spielemacher, seid jetzt nicht kreativ mit irgendwelchen Plot-Twists, bitte. Lass den einfach da stehen, glücklich. Er steht da. Oh. Ulen, ich hatte kurz Angst über um dich. Hat er aufgehört. Ulen, du hast ihn hergebracht. Danke. Du musst mir nicht danken. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Ulen. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Ulen, all deine Fehler, mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Leb wohl, Aloy. Deine Mutter, ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Oh ja, das hoffe ich auch. Kollateralschaden, Auftrag abgeschlossen. Sehr schön, okay. Sehr schön. Da hinten irgendwo ist unsere Zukunft, unsere Aufgabe. Aber Leute, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge von Horizon Zero Dawn. War jetzt mal wieder mega krass. Aber ich fand, das war mega easy. Was war das für ein Level? Level 12 oder so? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat sich so angefühlt. Wir sind einfach reinmarschiert und haben die weggehauen. Natürlich, wir haben einen kompletten Kräuterbeutel dafür hergegeben, aber wir sind einfach durchgerusht. Ja. War easy, das war der Rayon-Design mal wieder. Fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein in dieser Welt. Ja, die Aufnahme-Session wird noch länger gehen. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Kommis und Anregungen ab in... Ja, ihr wisst ja, wie es läuft. Ich muss es nicht mehr erwähnen. Ich muss es eigentlich gar nicht mehr sagen. Lasst die Bewertung da. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.